Hi Freunde, Mordmanier. Ich habe es schon in den letzten Videos erwähnt und auch mal im Livestream, dass wir gesponsert wurden von Gate2Games. Und zwar haben wir ein kleines Paket zugeschickt bekommen, wo wir 10 Booster-Packs drin hatten. Eins wurde im Twitch-Livestream verlost, eins verlosen wir unter diesem YouTube-Video. Und wir hatten extrem geile Hits, in der Zahl 4 Stück. Ihr seht schon, ich habe sie hier eingerahmt. Welche Hits das genau sind, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Uns kamen mal noch ein paar coole kleine Goodies dazu, wie zum Beispiel dieses Plüsch-Tier, das jetzt gerade vom Greenscreen ein bisschen erfasst wird. Nicht so wild. Guckt euch das Video auf jeden Fall an und guckt auf jeden Fall mal bei Gate2Games vorbei. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Mit dem Code Mottenmann bekommt ihr auch nochmal 5% auf eure ganze Bestellung. Und ja, es ist extrem geil. Gate2Games hat vieles zu TCG-Spielen, also Booster-Packs, nicht nur Pokémon, auch Match-Attacks und Magic und whatever, was es so alles gibt. Es gibt Plüschtiere von Animes, aber auch von TCGs, von Gameboy-Spielen. Also für jeden ist da wirklich was dabei. Tut mir einen Gefallen, klickt einmal unten auf den Link, guckt euch mal in dem Shop um und wenn was dabei ist, bestellt da. Die Jungs sind echt gut. Die Packs sind nicht abgewogen. Wie gesagt, wir haben hier extrem aus 10 Packs 4 Hits bekommen, die schon den Pack Wert quasi raus hatten, den normalen Packwert, also nichts abgewogen, nichts gefälscht oder so. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei und wie gesagt, mit dem Code MODMAN5 bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Generell ist der Shop auch günstig und die 5% machen es natürlich noch günstiger. Wird für mich der Shop sein, wo ich Karten bestellen werde, wenn ich in Zukunft wieder irgendwie was brauche für ein Opening oder so. Wir haben ja schon öfters was gemacht auf meinem Kanal. Ja, ich lasse euch jetzt in das Video rein, beziehungsweise ich zeige euch jetzt das Video, einen Stream-Ausschnitt, wie wir es gemacht haben. Kurze Info vorab noch. Das Ganze war das erste Mal, dass ich sowas wirklich live und Stream gemacht habe mit 2 Kameras. Das letzte Mal hatten wir nur eine Kamera zur Verfügung, da haben wir es irgendwie gezeigt, als ich das geöffnet habe. Jetzt hatten wir das erste Mal 2 Kameras zur Verfügung, ich habe mir extra noch eine besorgt. Leider musste ich feststellen, die Qualität der zweiten Kamera, die dann tatsächlich das Opening aufgenommen hat, war nicht so nice. Also man kann alles erkennen, aber ist ein bisschen verpixelt teilweise. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich hoffe auch Gate2Games ist mir nicht böse. War für mich so ein Pilotprojekt und wenn ihr trotzdem Bock drauf habt, dass wir sowas wiederholen, auch mit anderen Packs, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie was gewinnen wollt, hier in dem Video, hört im Video zu, da habe ich erklärt, wie ihr das gewinnen könnt, also die Karten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Guckt auf jeden Fall bei Gate2Games vorbei. Benutzt den Rabattcode Mottenmann, wenn ihr was kauft. Und alles Wichtige dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß bei dem Video. Also, nochmal kurz der Hinweis, dieses Paket ist gesponsert von Gate2Games. Das ist eine Seite, die Pokémon-Karten und Merchandise, also auch Stofftiere, Pins etc. vertreibt. Nicht nur Pokémon, auch Yu-Gi-Oh!, Match Attacks oder Magic. Also ich finde da wirklich zu fast jedem TCG-Spiel und auch zu vielen Animes, Merchandise und Karten etc. Guckt da gerne drauf. Wie gesagt, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Und mit dem Code MOTTENMANN bekommt ihr zusätzlich noch 5% obendrauf. Also kommt auf jeden Fall vorbei, das Ganze lohnt sich. Und wie gesagt, auf YouTube machen wir auch ein Giveaway, genauso wie auf Twitch jetzt gerade. Das YouTube-Giveaway, um da mitzumachen, lasst ein Abo auf meinem Kanal da, aktiviert die Glocke, gebt einen Daumen nach oben für das Video und lasst einen Kommentar da, und zwar, welches euer liebstes Pokémon ist generell. Und wir öffnen das jetzt einmal. Ich habe nur den Sticker abgemacht bisher, vorsichtig hier mit dem Messer. Ich habe nur den Sticker abgemacht, um zu gucken, welche, beziehungsweise damit ich meine Adresse nicht leake. Aber sonst öffnen wir das Ganze jetzt zum ersten Mal und gucken, was so drin ist. Oh, mir kommt schon ein Stofftier entgegen. Mal gucken, erstmal haben wir so ein bisschen Flausch. Nennen wir es Flausch, diese ne? Dinger hier. Und wir haben ein, das ist ein Morabbel. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Baby-Morabbel. Ist wahrscheinlich die Vorentwicklung von dieses Morabbel. Wer weiß, welches Pokémon es ist? Ich zeige es euch mal in die Kamera. Also ich würde sagen, es ist ein Morabbel, beziehungsweise Morabell, wie auch immer. Oder ein Isso. Genau, Isso ist die Vorentwicklung von Morabbel, ne? Oder Morabell. Ein kleines Isso. Fühlt sich extrem hochwertig an, sieht extrem cool aus. Auch eins der Sachen, die ihr da bekommen könnt für einen schmalen Taler. Extrem cool.
Das haben wir da drin. Ich lege es mal hier hin. Dann sieht man es immer. So. Ich packe den ganzen Müll direkt hier in die Tüte. Ich sehe ganz viele Pokémon Booster Packs und ich sehe noch einen Pin. Sehe ich noch was? Holen wir erstmal kurz die Booster Packs raus. Zwei Packungen. A. 5 Booster Packs. Geil. Und ein Pin. Oh, ein Pikachu. Hä, der Pin ist richtig cool, Leute. Weiterentwicklung ist vorhin genau. Stimmt. Wie komme ich denn auf Morabbel? Warte mal, was war Morabbel nochmal? Morabbel war doch auch so ein ähnliches Vieh, oder? Einmal kurz googeln, was Morabbel war. Morabbel. Stimmt, Morabbel war dieses Anfangs-Pokémon. Ey, ich bin echt aus dem Pokémon-Game ein bisschen raus. Das ist Morabbel. Wie konnte ich das verwechseln? Genau, also da ist ein Isso dabei gewesen. Wir haben einen Pikachu-Sticker, Sticker-Pin dabei gehabt. Den, wenn man sich den anguckt, extrem nice aussieht. Er ist so 3D-mäßig, also auch mehrere Höhen. Hinten zwei Pins dran. Vom Official Pokémon-Pin aus dem Jahre 2021. Chillig, oder? Ist ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze. Finde ich extrem geil. Und irgendwie fühlt sich das so an. Jo, das kann sich hier oben. Diese Wolken können sich bewegen. Ich glaube, wenn man ihn trägt, dann bewegen die sich. Ah, hier oben ist ein Magnet. Okay, also man kann es so drehen. Dann kommen die Luftballons. Ich glaube, das müsste aus dem Celebration-Set tatsächlich ein Pin sein. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Karten an. Was haben wir hier für Booster-Packs bekommen? Wie gesagt, 10 Stück. Ich glaube, es sind zweimal die gleichen. Nee, doch nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Einmal kurz vorsichtig hier öffnen. Wir haben Drachenwandel, wir haben Schaurige Herrschaft dabei, wir haben Fusions Angriff, wir haben Strahlende Sterne und nochmal Strahlende Sterne, nice. Strahlende Sterne ist ein richtig geiles Pack, gefällt mir sehr gut, also ein geiles Kit für Booster Packs, sehr, sehr nice. Fusions Angriff müsste Fusion Strike sein, ist auch extrem nice. Schaurige Herrschaft auch ultra, ultra geil. Und Drachenwandel müsste auch echt cool sein. Deswegen sind Pokémon-Packs der neuesten Generation von Schwert und Schild. Aber die Generationen sind einfach geil und die können überzeugen. Habe ich Bock drauf. So, Leute, welches ist denn eure liebste Pack? Warte mal, ich guck nochmal. Nochmal Drachenwandel, nochmal Schaurige Herrschaft, nochmal Fusion Strike und nochmal zweimal Strahlende Sterne. Was ist euer Lieblingsset? Habt ihr irgendwie ein Wunschset, was ihr am coolsten findet? Von den Vieren. Da können wir die dann nämlich ins Giveaway mit reinpacken. Drachenwandel. Okay, wir haben einmal Drachenwandel. Wir haben insgesamt 4 Sets von Strahlende Sterne. Ich würde sagen, auf Twitch verlosen wir ein Drachenwandel-Set an einen Viewer. Und auf YouTube verlosen wir ein Strahlende Sterne-Set an einen Viewer. Ich würde sagen, das machen wir so. Also die beiden packe ich erstmal zur Seite. Das sind die Viewer-Packs, die wir da lassen. Um mitzumachen auf Twitch, lasst ein Follow da. Gerne auch ein Sub, ein Prime-Sub, wenn ihr den überhaupt. Würde ich mich echt drüber freuen, wenn ihr mich unterstützt und generell auch das Ganze. Guckt euch auf jeden Fall das YouTube-Video nochmal an im Nachhinein. Da könnt ihr auch nochmal gewinnen, dass ich dann am Ende hochlade. Das wird heute Abend sein. Das muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Und guckt bei dem Shop vorbei. Ich werde nochmal den Link hier in den Twitch-Chat packen. Klickt einfach mal drauf. Wäre extrem nice. Guckt euch das mal an. Wir können uns das auch einmal kurz zusammen angucken. Das ist natürlich die Frage, welche Szene nehme ich dafür. Erstmal nehme ich kurz, gehe ich einmal kurz auf den Shop. Und dann gehen wir auf den Bildschirm 1. Ich hoffe, da ist eine Cam mit bei. Kurz gucken. Cam Link machen wir die einmal an. Dann bin ich auch wieder in der Ecke. Und hier sind wir dann auf dem Shop. Gate to Games. Wie gesagt, ihr habt hier Magic-Karten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, weitere TCGs wie zum Beispiel Fortnite, Hero Attack, Match Attacks und. Guckt euch da gerne den Shop an. Extrem nice. Hier haben wir einige Karten, die man so kaufen kann. Also ihr könnt richtige Karten kaufen. Ihr könnt aber auch Booster-Packs kaufen. Ihr könnt Booster-Sets kaufen. Boosters müsste hierbei sein. Ihr könnt Displays kaufen. Hier zum Beispiel 10-mal Schwert und Schild oder 5-mal Astralglanz. Von diesen Packs müssten wir auch eins bekommen haben. Also wenn ihr Lust habt, guckt ja gerne rein.
ist extrem nice. Und wie gesagt, mit dem Code Mottenmann könnt ihr am Ende nochmal 5% bekommen. Ihr habt eh schon günstige Preise. Wenn ihr Bock habt und TCG sammelt, guckt auf jeden Fall bei dem Shop vorbei. Nur zu empfehlen. Guten Abend, wie geht es dir? Grillkäse, mir geht's gut, danke dir. Mashallah, zeig Arsch. Ehrenteil, wow, was geht? Wir machen gerade ein Sponsor-Video. Mir wurden so ein paar Sachen zugeschickt von dem Shop, den ich gerade vorgestellt habe. Und wir öffnen hier jetzt die Karten quasi drin. Man kann am Ende was gewinnen. Es war noch ein kleines Pokémon-Plüschtier dabei und halt auch dieser Pin. Extrem nice. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Ich mische die einmal durch die Packs. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die wir so öffnen. Smokey, moin. Alles gut bei dir? Die wir so öffnen und am Ende haben wir noch zwei für die Viewer. Das erste, was oben liegt, ist ein Glurak. Ich glaube, wir machen mit Kartentrick. Und der Kartentrick müsste sein, die ersten drei Karten. Ne, warte mal. Hier ist erstmal der Code. Den könnt ihr euch, falls ihr generell sammelt, auch im YouTube-Video. Wie zeige ich ihn am besten? Zeige ich ihn so. Genau. Könnt ihr euch den Code natürlich einlösen, wenn ihr wollt. Die letzten drei Karten müssten nach vorne. Und, oh, wir haben da sogar eine Extra-Karte. So ein Ding dabei. Bro, grüß mich doch, lol. Ehrenteil, ich hab doch Hi gesagt. Es geht. Er ist ein bisschen verschwommen durch die Kamera, aber man erkennt's. Also, wir haben einen Kributak, wir haben deutsche Packs. Oh. Wir haben eine Stadionruine. Wir haben ein Lepumentas. Wir haben ein Nasknet. Wir haben ein Hokumil. Ein Petsneef. Achso, wollt nur reinschauen. Sehen uns später. Muss zum Training. Jo, Ehrenteil, wir sehen uns. Danke, dass du dabei warst. Wir haben ein Deden. Deden, ultra nice. Und es funkelt schon im Hintergrund. Wir haben ein Porenta. Wir haben ein... Wow, was ist das, Alter? Ich glaube, das ist eine... Ist das eine Secret Rare? Wir haben ein Vuluazo V-Max. Das sieht ultra geil aus, oder? Holy shit, Leute. Da muss man erstmal gucken, was das wert ist gleich. Und unsere Rare ist ein Kubuin. Kubuin leider nicht Holo, aber... Also die Karte hier schon mega. Und eine V-Star-Karte. Also ultra geil. Kannst die Cam schärfer stellen? Ey, ich glaube nicht, das ist leider so eine Logitech-Cam. Ich wüsste nicht, wie. Ich kann es ein bisschen höher halten, aber man kann es leider nicht genau lesen. Da muss ich fürs nächste Mal auf jeden Fall eine neue Cam besorgen. Sieht auf jeden Fall nice aus. Das Ganze packen wir natürlich auch direkt in eine Hülle rein. Hoppala, ist der Ordner runtergefallen. Einmal kurz öffnen. So. Wo habe ich denn die Kartenhüllen hingelegt? Die hatte ich hier, glaube ich, hingepackt. Na ja. Ich habe ja Gott sei Dank so ein paar coole Sachen. Schmutz. Wie Schmutz? Wie viel wert? Genau, guckt mal gerne, wie viel die wert ist. Das könnt ihr auf Cardmarket gucken. Fliegender Angriff. Vuluazo V-Max. Ja? So, das packen wir natürlich hier rein. Fließender Angriff, Vuluazo V-Max. So, fließender, nicht fliegender. Mega nice, die Karte. So. Das war der erste Pull. Das erste Pack. Kommen wir zum zweiten Pack, das wir öffnen. Am Ende machen wir die Viewer-Packs. Und guckt auch gerne beim nächsten Mal rein. Ich habe noch ein paar Mystery-Boxen von Pokeref bestellt. Da habe ich auch extrem Bock drauf. Ja. Ich denke mir immer, wenn ich mir diese Videos angucke, denke ich mir, ey, warum sind die Leute teilweise so inkompetent, die Packs zu öffnen? Und jetzt stelle ich mich selber so doof an. Mein Gott. Grüße, Motte. Sir Livo Jin, moin. So. Pack Nummer 2.
Wir haben einen Lampi. Ich muss das irgendwie. Warte mal. Wie kriege ich das am besten hin, dass man das besser sieht? Ich glaube, das Licht ist einfach zu krass. Jetzt hier. Was passiert, wenn ich das rausmache? Nee, es macht keinen Sinn. Ach. Ich guck mal kurz wegen Schärfe, ob ich das eingestellt bekomme. Filter. Filter bearbeiten. Add-Filter. Schärfen. So, jetzt bin ich einfach so hoch. Also ist ein bisschen schärfer, lassen wir so. Packs öffnen habe ich das letzte Mal 13 oder 14 gemacht, heute bin ich 41, ey. Aber mega geil. Auf Cardmarket ab 4 Euro. Ah, cool. Also wir haben einmal einen Lampi. Warte, habe ich den Kartentrick gemacht? Ich glaube nicht, ne? Sonst muss ich gleich nochmal zurückspulen. Oder wir lassen es einfach so. Wir haben einen Cortini. Ich habe ihn schon gemacht. Wir haben einen Dartrini. Wir haben einen Milotic Reverse. Ultra nice. Eine Rare als Reverse. Und dann kommt jetzt schon unsere Rare. Als Rare haben wir eine Nachtara V, holy shit. Wow, was eine schöne Karte. Guckt euch die an. Ey, was sind das für geile Packs? Leute, guckt auf jeden Fall bei diesem Shop vorbei. Das lege ich erstmal kurz zur Seite. Wir haben eine Feuerenergie. Wir haben einen Traumball. Wir haben ein Sturmgebirge. Wir haben einen Sedimantur. Das Lampi vom Anfang. Ein Irbis und ein Carnivan. Ein Nachtara wie, holy shit, Alter, wie geil. Freue ich mich übertrieben drauf. Hansi, guckst du wieder, oder Bakuresto, checkt einer von euch den Wert, hat einer Lust? Immer so zu gucken, was die Karten wert sind, die wir eventuell bekommen. Ultra nice. Ey, wenn es so weitergeht, kriegen wir noch einige geile Hits raus. Nachtara wie. Natürlich direkt den Top-Loader auch rein. Und das Milotic, das, packe ich auch in eine Hülle. Dafür packen wir das mal raus, das Iveltal aus dem anderen Set. Und packen wir das da rein. Geil, geil. So. Ein bisschen die Ordnung halten, sonst sieht sie gleich aus wie auf dem Schlachtfeld. Bevor ich morgen in den Urlaub fahre. Das wäre ganz schlecht. So. Ich weiß gar nicht, warum diese V-Star-Karte dabei ist. Ist natürlich nice, aber ob man die noch braucht, I don't know. Ich schieb die mal mit in dieses Pack rein. Muss rum rein. So. Wo geht's hin? Wir fliegen nach Ibiza. Eine Woche. So, kommen wir zum nächsten Pack. Diesmal ein strahlende Sterne-Pack. Oh, sieht schon extrem nice aus. Die Karten an sich. So, wir nehmen erstmal kurz den Code, wer ihn haben möchte. Hier ist auch noch der andere Code. Ah, das ist mit dem Licht hier ist schwierig, ne? Aber so, man kann es lesen. 2K7N94B GZCY6Y und MT4C7K2KD9G2Y. Jetzt nehmen wir die drei untersten Karten, packen die nach vorne. Gute Entspannung wünsche ich. Wir fahren am 2.5. nach Veron für 6 Nächte. Ach, cool. So, wir haben einen Barista. Ein Panpyro. Unser erster Starter, glaube ich, heute. Mega nice. Ein Gloria. Oder ein, nee, ein Kaumalat. Ein Knackleon. Oh, Knackleon, ich habe es gehasst, den Pokémon. Ein Formeo. Ein Jutesto. Okay. Ein Knilz. Unsere Reverse ist ein Olanga. Auch mega nice. Auch eine Rare. Und wow, schon wieder eine V.
Lumineon V. Die sieht ultra schön aus. Oder? Krass, und die ist auch schön gedruckt. Coole Karten. Und eine Energiekarte noch am Ende. Nice, nice. Boah, es ist, also jedes Pack war aktuell ein Hit, ne? Jedes Pack ein Hit. Kann gerne so weitergehen. Bin ich komplett bei. Ja, es gibt ultra schöne Karten. Es gibt so schöne, es gibt lustige Karten, es gibt so viele geile Karten. Ist einfach geil. So, das Einzige, was mich echt nervt, ist, dass die Kameraqualität ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht on point ist, wie ich es mir gerne wünschen würde. So, das hier hin. Die kommen auf den gezogenen Stapel. Hier haben wir unsere Codes und dann kommen wir zum nächsten Pack. Strahlende Sterne nochmal. Und wie gesagt, nochmal kurz der Hinweis. Guckt gerne bei dem Shop vorbei, bei Gay2Games. Mit dem Code Modmann spart ihr auch nochmal 5%. Ich verlinke es euch nochmal im Chat. Extrem nice. Extrem cool auch, dass sie drauf eingehen, mit mir eine Kooperation zu machen, weil ich halt auch relativ klein bin. Und ja, mega nice. Viele haben abgesagt, die haben zugesagt. Guckt da gerne vorbei und wenn ihr da einkaufen wollt, kauft da auch gerne ein. Extrem nice. So, wir starten mit einem Slime. Obwohl, wir starten erstmal mit dem Code. Den gebe ich nochmal wieder zur Verfügung. Kann man gut lesen diesmal. Sehr gut. 3 Karten nach vorne. Und dann haben wir auch die Karten wieder. Ne, 4 Karten müssen wir nach vorne, ne? Ja, die Energiekarte. Dann haben wir den Kartentrick auch hinbekommen. So, wir haben eine Unheilig. Unheilig müsste es sein, ne? Energie. Dann haben wir ein Pliprin. Ein Chillabell. Reinigende Handschuhe. Ein Slimer. Ein Pipi. Ein Bidisar. Ein Eletek. Wow, die Karte sieht auch cool aus. Ein Wrestladero. Das sieht aus wie so ein Wrestler, oder? Hat sowas von Rey Mysterio. Unsere Reverse ist eine Gloria. Und als Hit haben wir ein Manaphy. Das erste Pack, was nicht gönnt. Aber nicht so wild. So, das packen wir direkt schon mal so. Nächstes Pack. Schaurige Herrschaft. Ey Leute, ich freue mich, dass ihr den Moment mit mir erlebt. Es sind noch 12 Leute da, die Bock haben, sich hier anzugucken, wie ich die Packs aufmache. Mit mir mitfiebern. Und Bock drauf haben. So, hier ist wieder der Code. Und 4 Karten nach vorne. Und dann starten wir mit einer Energiekarte. Peony. Hügel des Dünerbaums. Ein Chimstix. Auch mega nice. Auch eins der Starter-Pokémon. Ein Dicta. Ein Hoplo. Ein Raffel. Ein Iskala. Ein Memeon. Memeon und ist am Weinen. Finde ich lustig. Eine Glücksenergie. Oh, die sieht aber cool aus. Oder? Als Rare. Mega nice. Und als Hit haben wir eine Kapukime Holo-Karte. Auch nice. Auch ein Hit. Holo gleich Hit. Nice. Und die Glücksenergie dabei finde ich extrem cool. Hansi, du bist immer am Start. Immer am Mitfiebern. Nice. So lob ich's mir. So. Kapukime. Sieht auch extrem cool aus, die Karte. Nice, nice. So. Ich weiß gar nicht, was für Karten hier noch mit drin sein können. In den Sets. Also in einigen Sets weiß ich es, aber nicht in allen. Kommen wir zum nächsten. Fusion Strike. Zum ersten Fusion Strike Pack.
Die legen wir wieder zur Seite. Wir haben wieder einen Code. Andersrum. Ich war früher mal zu geizig für die Folien. Ey, das war, glaube ich, jeder. Und heute denkt man sich, ey, hätte ich den ganzen Kram mal in Folien gepackt, ne? Vier Karten nach vorne. Und damit fangen wir wieder mit der Energiekarte an. Ich muss aber sagen, dass Pokémon-Card-Universum mir völlig fremd ist. Ich würde mich über jede neue Karte freuen. Ey, mega. Ich freue mich auch. Total. Hier sieht man zum Beispiel, ihr seht, also wenn man kann die Karten bewerten lassen, ja? Und je besser die Karte bewertet ist, umso mehr ist sie natürlich auch wert. Und hier zum Beispiel sieht man, dass hier der Rand auf der rechten Seite dicker ist als auf der linken Seite. Sieht man auch trotz der Kamera. deswegen wäre diese schon mal nicht so viel wert, aber mal gucken. Schwammhandschuhe. Wummer. So ein Fisch, der so ein bisschen was von einem, wie heißen die Viecher nochmal? Hummer hat. Und er heißt einfach Wummer. Chillig. Viscargo. Auch schön. Mit Rosen im Hintergrund. Velursi. Thermopod. Ein Galar Flampion. Nice. Ein Micro. Ein Makuhita. Als Reverse haben wir ein Kaokto und als Rare haben wir ein Aranestro. Aranestro, auch noch nie gehört. So eine Art Insekt, sieht auch cool aus. Kommt auf den Stapel. Das können wir auch auf den Stapel packen. Und wir haben noch zwei Sets für mich, beziehungsweise zwei Packs. Und zwei Packs dann für euch auf Twitch, eins und eins auf YouTube. So. Einmal der Code wieder. 4 nach vorne. Und wir fangen an mit einer Wasserenergie. Ein Morabbel danach, auch extrem geil. Starter-Pokémon. Nice, nice. Ein Schlappohr. Oder Schlappohr. Wie auch immer. Ein Hase. Ein Skatepark. Was kann das denn? Jedes Mal, wenn sich das aktive Pokémon eines Spielers zurückzieht, nimmt jeder Spieler jede Basisenergie, die auf dem Ablagestapel gelegt würde, stattdessen auf deine Hand. Nice. Ein Grillmack. Ein Fermikula. Ein Pummeluff. Man kennt's noch. Cooles Design, so rund. Ein Onix. Auch ein Oldschool-Pokémon. Auch extrem nice. War auch früher eins meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Ein Snom-Nom. Snom-Nom-Nom-Nom. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie man Pokémon-Karten überhaupt spielt. Ich hatte so ein Gameboy-Spiel, wo man das Spiel gelernt hat. Ein Meloetta. Wieder eine Rare als Reverse. Auch nice. Und unsere Rare-Karte ist ein Latios. Oh, leider nicht Holo, aber Latios, mega nice Karte. Fühle ich. Latios. So, jetzt haben wir noch zwei Packs. Wollen wir jetzt das Twitch-Pack mal öffnen? Dafür gehe ich mal eben auf den Nightbot. Login. Giveaways. So, wir machen es mit Keyword. Wir machen das Keyword Pokémon großgeschrieben. Und am Ende kann die Person gewinnen, die Pokémon groß schreibt, beziehungsweise ist im Pot. Machen wir jetzt erst noch das. Wir machen erst das YouTube-Pack jetzt auf, oder? Ne, wir machen erst nochmal mein letztes Pack auf. Danach kommen wir zum YouTube-Pack und dann zum Twitch-Pack. Manuetta. So. Wie gesagt, wer gewinnen will, muss ein Follow da lassen. Follower und Subs haben die gleiche Gewinnmöglichkeit. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Prime über habt. Lasst ihn gerne hier. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und guckt auf jeden Fall bei dem Shop vorbei. Ich verlinke ihn nochmal. Ah, muss eben den Link raussuchen. Ich verlinke ihn nochmal. Jeder Klick steuert dazu bei, dass wir das Ganze mal wiederholen können vielleicht. Und ja, extrem geil. Kauft da auf jeden Fall ein. Gesehen, die Packs lohnen sich. wir haben einmal wieder den Code. Und 4
umdrehen. Fang an mit einer Feuerenergiekarte. Komm dann zu einem Sejong. Nochmal ein Chimstix. Ein Plekleon. Ein Brimova. Ein Dakuma. Sieht aus, als würde er in der Turnhalle stehen. Ein Nebulak. Auch mega geil. Ein Formeo in Schneeform. Ein Schuppet. Schon wieder eine Rare Reverse. Ein Zarude. Und als letzte Karte ein Holo Frost Dedier. Chillig. So. Dann kommen wir zum YouTube-Pack. Das Pack, das ihr gewinnen könnt auf YouTube. Einfach ein Abo auf meinem Kanal lassen, Daumen nach oben geben. Einmal bei dem Shop vorbeigucken. Und im Kommentar schreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist. Und ihr könnt schon gewinnen. So, YouTube sollte Fusion Strike bekommen. Öffnen wir das direkt. Fusion Strike. Wenn jetzt hier der Ultra-Hit drin ist, das wäre natürlich geisteskrank geil. Würde ich auch jedem gönnen. So, wir haben hier den Code. Den man wieder mal... So, jetzt kann ich ihn besser lesen. 1, 2, 3, 4 Karten. So, wir haben eine Psychoenergie. Wir haben einen Chillabell. Reinigende Handschuhe. Ein Zwirklopp. Ein Knackleon. Ein Formeo. Ein Yu Testo. Okay, noch nie gehört. Wo ich Schwert und Schild gespielt habe. Aber nur ohne die Erweiterung. Auf der Wii. Ach, Wii, auf der Switch. Ein Knilz. Ein Plinfa. Eine Stadionruine in Reverse. Und unsere Rare-Karte ist ein Bidifas Holo. Das ist das Pack, das ihr gewinnen könnt. Hatte ich schon die Stadionruine in Rare. Aber das Bidifas, das hatte ich noch nicht. Ich zeige es nochmal. Sieht cool aus. Ist eine Holo-Karte. Könnt ihr gewinnen. Auch in Rare, okay. Packe ich euch schon mal beiseite an den Gewinner. Ja, den Code habe ich jetzt gegeben, aber ist auch okay, glaube ich. Kriegt ihr die ganzen Karten, wer gewinnt. Und jetzt kommen wir ans Twitch-Pack, das ich jetzt natürlich auslosen werde. Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die mitmachen. Und ich wünsche jedem Glück. Ach, das Yuji Teso. Oh, chillig. Und gewonnen hat Smokey. Smokey da. Smokey, du musst jetzt einmal was in den Chat schreiben, damit du da bist, damit ich weiß. Und dann können wir es öffnen für dich. Es ist 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, Smokey ist da. In der letzten Sekunde. Holy moly. Smokey, dein Pack. Schreib mir dann bei Discord gleich, Smokey. Ich öffne es dir jetzt. Den Code zeige ich aber hier. Den kann jeder gerne im YouTube-Video haben, ja. Dein Pack. Öffne mir bei Discord dein. Schreib mir bei Discord deine Adresse und ich schicke es dir per Post zu. So. Wir haben hier den Code wieder für die YouTube-Zuschauer oder generell im Stream, damit jeder was davon hat von dem Pack. Und 1, 2, 3, 4 Karten. Eine nach hinten. Wir fangen an mit einer Unheilig-Energie. Danach kommt ein fokussierter Angriff bis Drachenrolle. Okay, ist eine Rare. Ein Ursaring. Viel Glück, ne, Smokey? Ein Fetiamo. Ein Kindwurm. Ein Libiskus. Ein Samurzel. Ein Bummels. Ein Flabebe. Jetzt kommt deine Reverse-Holo.
Ein Kubuin ist eine Rare. Und jetzt kommt deine Rare-Karte, Smoky. Bist du bereit? Ein Drisella Anholo. Ah, schade. Schade, schade. Eine Holo ist aber dabei, beziehungsweise eine Reverse-Holo, ein Kubin, Kubuin. Ja. Und das waren alle Packs, die wir gesponsert bekommen haben, von Gate to Games. Ich packe den Link nochmal in den Chat. 5% kriegt ihr. Wir haben ein paar coole Hits dabei gehabt. Smokey, schick mir deine Adresse einmal per Discord, damit ich dir das zukommen lassen kann. Ich pack dir das mal in den. Ich pack dir das Kubuin in einen Toploader rein. Die Reverse Holo. Und den Rest in einen Briefumschlag. Und ja. Das war's auch schon mit dem Opening. Schade, dass nichts Großes dabei war. Aber ey, cool trotzdem, Smokey. So, wir gucken uns nochmal an, was wir so gezogen haben. Ein Kabukime. Die Glücksenergie fand ich extrem cool. Ein Lumineon V. Das Nachtara V. Und eine Secret Rare. Fließender Angriff. Wulaoso V-Max. Mega nice. Gefällt mir sehr gut, die Karte. Auch das. Also ich würde sagen, so die besten Pulls, die wir haben, sind die beiden. Das Nachtara und die V-Max-Karte. Ultra, ultra geil.